And I can't wait till we can break apart the heat. Me, if I seem a little unimpressed with this, an antisocial pessimist, but usually I don't mess with this. Und damit ein herzliches Willkommen hier zurück bei Let's Play Mystery Trackers. Die Phantome von Raincliff. Wir sind stehen geblieben, dass wir ein Streichholzbriefchen haben, einen Lippenstift. Ja, wir haben eigentlich ziemlich viele Sachen hier. Wir haben ja noch so einen Statuenkopf. Und wir, glaube ich, sind stehen geblieben, dass wir den Platz hier freigeschaltet haben. Genau. Den werden wir jetzt erkundigen. Erledigte Aufgabe: Folge dem Krankenwagen. Gehe ins Polizeirevier. Ist das hier das, okay, das ist das Polizeirevier, was ist das? Oh Gott. Das hat nichts Gutes zu bedeuten. Was? Wieso kann ich das öffnen? Brief reinwerfen ist leicht, sie wieder herauszugehen ist weitaus schwerer, aber vielleicht finde ich eher etwas Wichtiges. Wir können nur... Oh, okay, die Abdeckung ist mit Nieten befestigt. Wenn ich sie entferne, kann ich die Pakete genau im Augenschein nehmen. Achso, okay. Was haben wir denn hier? Wir haben hier ein Dreikantholz. So funktioniert das nicht. Ich ruiniere mir nur den Rücken. Ja. Würde ich auch machen, wenn ich du wäre. Also ich könnte auch nichts hier bewegen. Mal. Die Statue zu Ehren des Stadtgründers. Hier waren Vandalen am Werk. Oh, ein Vogel. Oh, Mist. Okay, wir müssen jetzt mal ein bisschen klug denken. So, Elektrospule haben wir noch. Ich glaube, die Elektrospule kommt hier rein. So, was haben wir denn noch? Wir haben hier noch das hier. Was ist das? Der Drehschalter. Da müssen wir dann irgendwas drehen. Und hier fehlt noch irgendwas. Ein wichtiger Teil des Türmechanismus fehlt. Gut. Drehschalter. Haben wir noch irgendwas hier zu tun? Das ist ja der Kerl, wo halt irgendwie ziemlich am Ende ist. Keine Ahnung warum. Der Korken sitzt ganz schön fest. Also den kriegen wir auch nicht raus hier. Ne, kriegen wir mit so einem spitzen Gegenstand nicht raus. Wir haben noch die Streichholzschachten, wofür die gut sein sollen, weiß ich selber nicht. Wir können höchstens das anfackeln. Mal probieren, ob es funktioniert. Ich weiß ja nicht. Hier, packe das an. Ja, geht nicht. Ach, hier haben wir was. Hier haben wir noch irgendwas, oder? Ja. Ich brauche alle Elefanten. Achso, okay, da brauchst du alle Elefanten, die du noch nicht hast. Die Elefanten, die werden wir auch irgendwo bekommen. Nein. Was haben wir denn hier? Der Kanaldeckel ist so schwer, ich brauche ein Werkzeug, um ihn anzuheben. Ja, leg ihn doch dahin und dann zieh ihn raus. Was haben wir denn hier? Also Schleichschuss können wir wegwerfen. Was ist das hier? Das ist irgend so ein Video-Point noch, wo wir irgendwo... Ah, genau, hier haben wir es. Ja, da haben wir schon eine neue, leichte Entdeckung gemacht. Mein kleiner Freund bullte doch so gern. Ah ja, genau, den Kobold benutzen wir jetzt. Der kann hier einfach mal die Sachen hier ausgraben. Legendärer Gründer Raincliff. Okay. Ich brauche etwas, um das Teil zur Seite zu bewegen. Wir können höchstens den... Was? Wieso geht das nicht? Wir können hier nichts benutzen. Ja, heb mal an. Ja, aber ich habe hier nichts, was ich hier benutzen kann. Ja, ich brauche etwas, um das Teil zur Seite zu bewegen. Ja, wir können hier nichts benutzen. Wir können ja, wenn man das hier richtig anlegt, diesen Dreikantholz, dann würde es eigentlich funktionieren. Aber anscheinend funktioniert es nicht. Gibt es hier sonst noch was anderes, was man hier nehmen kann? Dann schieben wir es einfach weg, ja? Geht auch nicht. Schade. Jetzt muss man es auch richtig anlegen hier. Wir benutzen mal den Tipp.
Ja, okay, wir müssen wirklich nicht dahin, weil wir das Teil noch nicht haben. Das hier können wir öffnen und zumachen. Ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr weiter. Schon bin ich wieder am Failen, wie noch was. Was haben wir denn da hinten? Da waren wir auch noch nicht. Aha, ein Lederflecken. Gut. Was? Kann ich das hier? Nein. Okay. Das können wir dann. Da fehlt etwas auf dem Koffer. Ich kann ihn nicht öffnen. Da brauchen wir so einen Öffner anscheinend. Gut. Was ist hier oben? Das ist nix. Das Schneemobil sieht funktionstüchtig aus. Fehlt nur Benzin. Okay, Benzin haben wir leider nicht, aber wir haben einen Lederflicken bekommen. Wofür der gut sein soll, weiß ich jetzt selber nicht. Hier fehlt auch noch die Munition, genau. Ein Dreikantholz. Hier scheint ein alter Balkon heruntergekommen zu sein. Da komme ich nicht durch. Das Gebäude rechts sieht auch nicht besser aus. Okay, Leute. Dass wir hier nicht verzweifeln, das möchte ich eigentlich gar nicht. Machen wir das mal so, dass ich halt guck, wie ich das hier jetzt einfach mit dem Tipp hier raushol, weil ich will einfach nicht so, nicht so die ganze Zeit warten hier. Okay, wir müssen auf jeden Fall hier was machen. Können wir mit dem Dreikantholz hier das Teil nicht anheben? Oder habe ich irgendwas vergessen? Ich ruiniere mir nur den Rücken, ja. Achso, mit dem. Ah, okay, ja. Schön. Gut. Habe ich nicht gesehen. Tut mir leid. So, so viele wissen um jemand, der bestimmt großen Hunger hat. Hier, der Kobold könnte die Würstchen rausholen. Oder isst halt. Ja, geht auch. Ich will das Teil hier mitnehmen, danke. Servierzange. Okay, sonst haben wir gar nichts mehr. Mit der Zange können wir das jetzt annehmen mit der Zange? Nein. Was können wir mit der Zange alles machen? Wir können hier mit der Zange können wir das Teil hier rausholen, genau. So, dann bekommen wir ein Smaragdauge. Gut. Huch. Was habe ich hier gemacht? Mit dem Smaragdauge gehen wir jetzt erstmal zu dieser Statue, bekommen hier ein abgebrochener Dolch. Ich bekomme einen abgebrochenen Dolch. Ohne Messer. Wo ist das Messer? Ich glaube, ich weiß, wo das Messer ist. Nee, bei dem Typen ist kein Messer. Können wir das da nicht rausholen? Nein. Können wir nicht rausholen. Wir können hier nur die Elefanten, können wir auch nichts mehr machen. Können wir mit dem abgebrochenen Dolch vielleicht hier das öffnen? Nein. Okay, dann müssen wir. Da fehlt auf jeden Fall noch irgendwas. Da fehlt was Wichtiges. Das können wir mit dem abgebrochenen Dolch auch nicht anheben. Können wir das vielleicht hier anheben mit dem abgebrochenen Dolch? Genau, können wir. Ist zwar nicht leicht, aber mein Instinkt sagt mir, dass es die Mühe wert ist. Soll ich hier was draufhauen oder was? Oder? Ja. Dafür ist der Helm gebraucht. Gut. Was haben wir alles hier bekommen? Ich habe jetzt gar nicht geguckt. Wir haben hier einen Verschluss bekommen, ein R und eine Nachricht. Deshalb konnte Emily die Stadt nicht unbemerkt verlassen und auch sonst niemand. Diese von unsichtbaren Bevölkerung der Stadt wird vom Mann ohne Kopf kontrolliert und von seinen Überwachungsgeräten rund um die Uhr beobachtet. Jeder Fluchtversuch wird hart bestraft. Es gibt keine Möglichkeit, diesen Ort zu verlassen. Gut, wir haben jetzt das R. Den Verschluss benutzen wir jetzt einfach mal erstmal, um das Mobilchen hier zu machen. Was haben wir hier? Wir haben das da. Hoch. Habe ich das jetzt wieder zugemacht? Sechskantschlüssel. Sechskantschlüssel? Nein. Kein Sechskantschlüssel. Aber ich habe ein R. Mit dem R kann ich irgendwas benutzen.
Vielleicht können wir mit dem Sechskantschlüssel ja diesen Gullideckel da aufmachen. Hallo? Ist doch. Ist es rund oder was? Oder? Keine Ahnung, wir haben hier noch einen Fetzen und ein R. Wo das R hin soll, weiß ich jetzt gerade selber nicht. Weil hier können wir das auch nicht öffnen und hier war der Schalter gewesen. Oh, ich dachte eigentlich, ich bin durchtrainiert, aber das Ding bewegt sich nicht 1 cm. Da muss ich den Wagen wohl reparieren. Ja, mit dem. Kannst du mit dem Schlüssel nicht irgendwie was reparieren hier oder irgendwas damit machen? Aber wir haben ja auch noch eine Videokassette bekommen. Schau mir mal rein. Earlier today, the tyrant claimed the throne after announcing the deaths of Prince Andre and Princess Simona. The people of Isola are in shock following the loss of their rightful heirs. I can help you, Your Highness. Raincliff may be under my control, but it's not my final goal. We can return to Isola together to punish the tyrant for his crimes against your family. He'll beg for mercy, but we'll show him nothing. Think about it. Your Highness. So, also wir haben hier ein Foto wieder, das uns hier irgendwie nicht weiterhilft. Ist das irgendwo hier? Nein, ist nichts. So, wir haben irgendwo ein Foto bekommen. Ich hab keine Ahnung. Einfach keine Ahnung. Und der Sound ist ziemlich laut. Ich hoffe, dass er nicht irgendwo stark ankommt. Wir haben hier nichts mehr. Und hier oben ist eigentlich auch nichts mehr. Das sind so die alten Gegenden. Ich glaube, wir müssen nochmal zurück. Ja, okay. Wir haben irgendwas hier zu tun. Wir haben hier da oben noch einen Ventilator. Was? Genau, da können wir den Schlüssel benutzen. Zack, dann kriegen wir hier einen Motor. Mit dem Motor geht's dann zum Rätsel. So. Info. Leite die elektrische Aufladung von der Elektrospule zum Motor, indem du die Spiegel so positionierst und drehst, dass sie in die richtige Bahn lenken. Vermeide defekte Spiegel. Du löst die elektrische Aufladung aus, indem du den Hebel rechts bedienst. Probieren wir erstmal. Ich will gucken, was passiert. Okay, das macht dann so. Was? Achso. Okay, okay. Dann geht das so. Wenn das so geht, dann geht das so. So, dann geht's hier hoch, hier rüber und da runter. So müsste es eigentlich klappen, wenn ich jetzt richtig liege. Also so müsste es richtig sein, ja. Wir müssen hier durchgehen und der Motor läuft. Hey, wir sind gut. Damit ist die Garage auch offen. Und dann würde ich sagen, war es das wieder mit diesem Part. Es war ein bisschen unspannend, weil ich mal wieder nicht so clever war wie sonst. Aber ey, man nimmt jeden Part so, wie man nimmt, ne? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn wir da auch das Foto wahrscheinlich dann auch finden, was da ist. Und wir haben auch noch ganz viele andere Sachen, die wir noch benutzen müssen. Dann würde ich sagen, war es mit dem Part. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Mystery Trackers. Bis dahin, macht's gut, euer Doomsday, ciao.